Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli-Part. Willkommen zum zweiten Part. Wir wurden im letzten Part von diesem Radfratz hier herausgefordert und wir wollen es natürlich direkt fangen. Dann geht's direkt weiter hier. Zack. Lol, hab ich einfach outplayed. Okay, war nicht insane gut, aber... Ja, das ist wie in Pokémon Go. Ich weiß, du hast Pokémon Go nicht gespielt, aber... Ist aber... Ja, ist echt so. Klasse, Radfratz wurde gefangen. Neues Pokémon-Wurftechnik, ah, ist okay. Ist in Ordnung. Alright. Für Radfratz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es knabbert mit seinen zwei Nagezähnen alles und jeden an. Stößt man auf eines, findet man sicherlich 40 weitere Energien. Ja, das habe ich gerade gemerkt, als plötzlich 700 gespawnt sind. Richard, gerade Mondberg, nice. Radfratz wurde in deinem Team hinzugefügt. Alright. Okay, Janni möchte die ganze Zeit nach einem Pokémon benannt werden. Dann darfst du mein Radfratz sein. Eine große Ehre. Eine große Ehre, weil Radfratz ist mit einer der Aushängeschilder für... Die ersten Route. Ich wollte sagen von Pokémon Rot und Blau, aber ja, erste Route stimmt auch. Was kann unser Radfratz denn? Das ist so cool. Sacht. Spezialangriff minus, Spezialverteidigung hoch. Ist nice. Echt? Ist das Rote immer hoch? Ja. Das stört mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Echt? Rot sollte decreased sein. So. Meinst du, findest du? Ja, sollte. Da ist ein Taubsi, wird sich auch direkt gehören. Oh, hier ist noch ein Boy. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Da kriegt man das auch erklärt bekommen. Und du kannst hier keine wilden Pokémon begegnen, ne? Nur wenn du in Pokémon reinläufst. Das Leben ist Pokémon langsam verstanden. Ja, ist echt so. Oxenrad. Okay, fangen wir Taubsi. Boom. Einfach fabelhaft, Junge. Das ist ja insane hier. Ich bin ja... Alter... Schön. Ich bin einfach krass. Kann man nicht anders sagen. Hallo, Luis. So, hier wieder ordentlich XP. Und boom, direkt Level Up für Jordel und Orange. Nice. Auch sein Homie. Ja, weil Michi hier war. Der wollte nicht zuknallen, glaube ich. Okay. Jordel lernt Wachstum. Insane. Da kann man direkt bald durchsweepen mit. Nice. Da hat sich das Pokémon Go Training einfach ausgezahlt. Ist halt echt so. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Oh, voll der Süße. Aber man kann sich hier direkt die Animation anschauen von den Pokémon. Das ist so sick. Ruf anhören. Einfach insane. Meme Marcel, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Super, super. Appreciate it. Vielen Dank. Okay. Taubsi wurde in dein Team aufgenommen. Alright. Nice. So, wir klicken hier auf Team. Taubsi. Benennen es natürlich hier direkt. Wir benennen Taubsi nach Finstertau. Du darfst mein Taubsi sein. Das ist so cool. Finstertau. Einfach auch, ich muss sagen, ist perfekt für ein Let's Play. So einfach live aufnehmen. Finstertau. Lol. Voll gut, ja. Wusste ich. Zaghaft. Ist ein neutrales Wesen. Nehme ich. Ist in Ordnung. Bisher keine krassen negativen Wesen. Okay, machen wir weiter. Wir haben ja auf der ersten Route, glaube ich, so gut wie jeder. Ist wieder ein Bellsprout. Ah, das wäre so cool, wenn wir einem Shiny begegnen würden im Let's Play, ne? Kein Scheiß, wäre richtig nice. Weißt du schon, was du ins Team nimmst? Ja, ich habe tatsächlich ein Video gemacht über Pokémon, die ich mal ins Team nehmen will. Ist es ein Trainer? Lol. Evoli hat was gefunden. Oh, das ist süß. Orange hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du hältst eine Himbeere, Junge! Damit kann man Pokémon besser fangen. Ja, Himbeere. Du verschaffst das Item in der Fangtasche. So, da schauen wir doch direkt... Alter, da war gerade ein Taubsi im Dings. So, dann haben wir jetzt hier... Ah, hier haben wir die Karte, okay. Haben wir die Fangtasche. Ah, guck mal, wir haben sogar schon... Aber wir haben 46 Pokebälle. Eine Nanabeere, eine Sananabeere und eine Himibeere. Das ist insane. Digga, ich denke mein Teil, ich denke mein Teil. Insane. Insane. Oh. Evo? Orange ist ganz neugierig auf das Taubsi, das du gerade gefangen hast, Alter. Da geht was. Zwischen Finstertau und Orange läuft scheinbar. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon. Dann können wir kämpfen. Und hier, pass auf, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, das kann ich sogar schon machen. Ich kann Jordle. Ah, nee, ich kann das noch nicht machen. Oder? Nee, es geht noch nicht. Es geht erst gleich. Okay. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Kann man, ist hier irgendwo ein verstecktes Item? Ja, okay. 50 Pay hier, Nesla. Ich meine, man kann nur Pokémon fangen. Man muss. Oh, Betania, seht ihr, wie gut das aussieht? Oh, shit. Ich bin so verliebt, Alter.
Ich habe mich so auf das Spiel gefreut. Ich bin einer der wenigen, glaube ich, die sich darauf gefreut haben. Okay, wir gehen drehen ins Pokécenter. Warum spielt ihr eigentlich nicht zu zweit? Wir werden später wahrscheinlich mal im Verlauf des Tages ein bisschen zusammenspielen. Einfach weil wir auch den Koop-Mode ein bisschen austesten wollen. Aber das Spiel ist halt zu zweit einfach viel zu leicht. Viel zu leicht. Also ein Bescheid, ja. Das Lesematerial im Magazin stand da hinten, ist für alle da. Darauf hat mich die Dame am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Habe ich gerade meine Pokémon schon gehalten? Nee, ich will mir die Animation... Nchanaira! Voll süß. Es tut mir sehr leid, aber unsere Maschine wird gerade gewartet. Alter, halt dein Maul. Okay. Da hinten haben wir auch die Karte. Das sieht so sick aus. Auf dem Weg nach Betania City. Okay. Alright, was haben wir hier? Alter, Kiefertrainer. Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornio erzählen? Na klar, Mann. Raupi ist nicht besonders gefährlich. Hornio aber hat einen giftigen Stachel auf dem Kopf. Du musst aufpassen, dass dein Pokémon nicht piekst. Gibt's da Mega-Entwicklung? Ja, gibt's. Gibt's Mega-Bibor? Ja, gibt's. Echt? Ja. Geil. Ach, hallo. Du kommst aus Alabasta, oder? Dann kennst du doch sicher Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen. Aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Du hättest das Paket von mir gestellt. So ist es damals nicht passiert und da haben wir doch erst den Pokédex bekommen, oder? Danke, das ist echt nett von dir. Richte Professor Eich doch bitte schöne Grüße von mir aus. Jolle, vielen Dank für deine 5 € Donation. Wegen dir hole ich mir jetzt einfach Let's Go Evoli. Bin auch mega gehypt. Das freut mich sehr, sehr, sehr zu hören. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung und ich wünsche dir auch super viel Spaß mit dem Game. Also ich muss sagen, ich habe bisher super viel Fun. Wegen dir hole ich mir jetzt einfach Let's Go. Willst du sofort zu Professor Eichs Pokémon Labor zurückkehren? Ah, lol, ich kann einfach Ja drücken. Da bin ich da. Also, teleportieren, Junge. Heftig. Aber welche Fruchtsaft wolltest du? Ich richte mich nach dir. Multivitamin, Orange oder Apfel. Dann hole ich ganz andere. Nein, ich hasse Maracuja-Saft. Echt? Ja. Hallo, Razor. Na, wie verstehst du dich mit Evoli? Nanu. Boy. Voll süß. Du musst dich ein bisschen weniger gegen mich lehnen, ich rutsche richtig weg. Okay, na, das staune ich aber. Nein, das ist auch richtig unangenehm. Echt? Ja. Aber du hast doch so krasse Schultern, Bruder. Egal. Ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich? Du gibst Professor Eich das Paket. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie mir extra vorbeizubringen. Professor Eich, Professor! Mein Pikachu hat eine Attacke... Wow, wie cool ist das denn, Razor? Ist Evoli etwa einfach so an dir hochgeklettert? Scarlet, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Himbeeren! Ach, deswegen. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. 163 Leute ist das Rekord. Ja, wir sind 170 Leute. Vielen lieben Dank an alle Leute, die hier sind. Aber es ist kein Rekord. Nee, wir hatten schon mal... ich glaube, mein größter Stream hatte 800 Zuschauer oder so. Damn, son. Du verstaust sie in der Fangtasche. Hm, die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaus. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokéball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich, ich hätte die Beeren beinahe selbst gemampft. Alles klar, könnt ihr. Alter, guck mal, Pokémon Hans schreibt, Purple Age. Gute Analysevideos. Dankeschön. Bitteschön. Der Support is appreciated. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Nice. Ah, guter. Na, guten Tag, Timo. Na, alles cool bei dir? Was wollte ich jetzt machen? Ja, weitergehen wahrscheinlich. Ach nee, jetzt können wir... Ach, nee, Einstellung waren wir noch gar nicht, ne? Texttempo auf 2, das ist ja komplett crazy. Man kann... Animation ausmachen, man kann Kampfstil vom Wechsel auf Folge machen, man kann die Vibration, man kann Videos überspringen, man kann Cutscenes überspringen. Okay, vom zweiten Playthrough, ja, aber ich würde nur das Nächste nochmal geben. Sowieso. Und hier kann man noch alles verstellen und mit Pokémon Go verbinden. Yo, ich könnte jetzt einfach, das machen wir später, wenn wir den Pokémon Go Park erreichen können. Es gibt Pokémon Go Park? Ist das die Safari-Zone? Ja. Dafür gibt es keine Safari-Zone mehr. Fair enough. Ja. Alright, ich bin jetzt reingucken. Alles klar, viel Spaß. Tschüss. Milch brauchen wir und du wolltest heute Kartoffelpüree machen, ne? Ja, deswegen Milch. Achso, ja. Aber Milch brauchen wir auch sowieso. Ja, Fleisch wird es heute nicht so viel geben, das
Ja, ist okay. Hauptsache, ich habe später was im Magen, wenn ich jetzt noch weiter stream. Alright. Jo, Max, vielen Dank für deine 3-Euro-Donation. Was? Warum guckt der Protagonist so böse? Das macht mir Angst. Nice. Vielen Dank, super appreciated. Dankeschön. Aber ja, hast schon recht. Okay, ja, jetzt können wir auf Team klicken. Und wir können Yordle einfach aus dem Pokéball holen. So böse. Und? Das macht mir Angst. Das ist so cool. Augenblick. Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fang von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Alright. Los, kämpfen wir. Hallo Tenchi. Was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, unser erster Kampf. Pokémon-Trainer Scarlet. Scarlet fordert dich heraus. Scarlet setzt Pikachu ein. Alter, das sieht so sick aus. Okay, der ist Level 6. Wir sind auch Level 6. Wir haben Ruckzuck-Keep. Hat Ruckzuck-Keep... Okay, es hat auch 40 Stärke, genau wie Tackle. Also können wir einfach für Ruckzuck-Keep gehen. Frage ist, hat der Statik? Donnerschock. Okay. Das war einfach gar nichts. Ha! Aber wir haben Angriffs-Plus-Wesen gehabt, ne? Ja, kein Wunder, dass wir den so wegböllern. Boom, Junge! Ja, da bringt dir dein Heuler auch nichts mehr. Er lacht über einen Knuffenser, Kabaddon und Relaxo als Begleiter rocken. Hallo, Gaius! Das können wir vorstellen, ja. Und gereckt haben wir den! Keine Chance hatte der. Robert! Okay. Nice. Ja, ich glaube 4. Sick. Sieht so gut aus. Hat er Statik? Das Game. Ah ja, es hat keine Fähigkeiten. Ah, Leute, ich werde mich daran eh nicht gewöhnen können. Safe nicht. Ich werde es noch 1000 Jahre lang fragen. Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich. Das höre ich öfters von Michi. Ich hätte meinen Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Danke, Mann. Und jetzt haben wir einfach Knuffenser, Alter, das ist so sick. Der ist richtig glücklich, der Junge. Ja, aber es ist Yordle. Yordle ist ein Junge. Schau mal, Alter, der ist einfach schneller als ich. So, der hat richtig Bock auf ein Adventure. Let's go. Warum bist du so langsam? Alter, das ist so lustig. Holy shit. Oh, Razor. Wenn Evoli so auf dir sitzt, wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set. Jetzt kommen wir nämlich zum richtigen, wichtigen Teil. Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Alter, das Evoli ist einfach richtig gehypt. Das ist so lustig. Ja, dann hype man richtig gehypt. Okay, Orange sieht überglücklich aus. So, jetzt können wir mit ihm spielen. Okay. Dann wollen wir Orange mal ein bisschen streicheln. Ja, komm her, du kleiner Racker. Jawohl. Warte, komm. Wie viele Bären haben wir? Wir haben richtig viele Himbeeren, ne? Okay. Mhm. Jetzt gönnen wir uns hier eine. Und jetzt gönnt ihr die. Komm. Jawohl. Gönnt ihr die. Ja, Wein. Oh, ich muss mal wieder aus dem Menü raus, ne? Ja, du kleiner Racker. Oh, lol. Sei doch nicht traurig. Du willst hier gestreichelt werden. Ja, ich weiß genau, was du willst. Jawohl. Oh ja, spiel mit mir. Okay. Was haben wir hier? Info? Ah, okay. Wenn ich jetzt... Spiel mit Orange... Was? Für die Hand zu Orange. ZR, A, Anstups und Streichen, Y. Hand in die Büsche, Mitte zu gehen. Ah, okay. Ah, okay. Ich verstehe. Alright. Hihi? Na... Ach ja, das ist ja ein Mädel, ne? Da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X-Kopf drückst, bla bla bla. Okay, das ist alles. Das wissen wir ja. Alright, so, und jetzt können wir in unser Team gehen. Und, ach nee, das war im Dings, ne? Im Beutel war das. Zack. Und Klamottenkoffer. Und Outfit für Orange wählen. Und Kopfbedeckung. Sportliche Kappe. Jawoll. Kleidung. Sportliches Shirt. Ah, der ist jetzt angezogen? Sportliches Shirt wird nun von deinem Partner getragen. Achso, ich sehe das nicht. Ach doch, Y war drehen. Okay. Das ist so süß. 6 Kilo auf dem Kopf. Richtiger Muskelprotz, der Razor. So kennt man mich. Alter, das sieht so süß aus. Heftig. Bis alle Pokémon fangen, die neu beginnen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ja. Alter, Knuffenser ist immer noch so hyped. Paddy, vielen Dank für dein Follow.
Oh, hier ist ein Marktangestellter, aber eben glaube ich noch nicht da, ne? Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon-Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items, also komm ruhig mal vorbei. Alright. Praktische Items. Achso, ja, das habe ich gesagt. Und schau dich um. Ah, okay. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Trinke. Timo, fängst du auch ein Pokémon? Ja, bitte, bitte. Ich werde mir safe nicht merken können, dass ich euch nach irgendwelchen Pokémon benennen soll. Safe nicht. Ich werde euch einfach Leute nach aktiven Kommentarschreiber, also Chatschreiber benennen und ja. Alter, was ist jetzt wieder los, Orange? Orange zeigt Interesse an deiner Tasche. Willst du schon wieder eine Beere oder was? Du crazy boy. Na gut. Naja, ja, dich kenne ich doch, Mann. Hier, du willst wieder was fooden. Ja. Und kleine Beeren, ne? Willst du mir meine Beeren wegessen, die ich für Pokémon brauche? Du kleiner Racker. Okay. Alright. Alter, da ist noch ein Knuffenser. Okay, will der jetzt kämpfen? Weil der hat ja gesagt, er will seine Pokémon. Okay, wenn zwei Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gehen, nicht kämpfen. Los! Let's go. Aslabamel! Knirps Axel fordert dich heraus. Mit einem Radfotz. Das ist also sein Lieblings-Pokémon. Crazy. Das wird ein Dickerchen. Okay. Ja, wir gönnen uns hier direkt wieder Ruckzuck-Keep. Greif wieder volle Kanne an. Das wird wahrscheinlich einfach easy and tool sein. Oh, Routenschlag, ja, okay. Einfach gar keine Challenge. Wo kommen die Ohren raus hier an euch? Stimmt. Komm einfach aus der Kappe raus. Geil. Und Rapfratz wird weggeböllert. Easy. Und direkt Level 7. Nice. Kämpft mit seinem Lieblings-Pokémon. Stell dir vor, der hat einen Dragoran. Yo, ist echt so, ja. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Die Werte, die sich erhöhen. Plus 1 Initiative. Und da sind auch die WP direkt. Oh, wie sick. Ui, du bist aber stark. Ich bin auch heftig. Und man hält 3 Pokebälle. Ah, okay, man kriegt Pokebälle nach dem Kampf. Man kriegt kein... Haben wir kein Geld bekommen? Oh, da vorne steht wieder Scarlet. Bekommen wir kein Geld, bekommen wir nur Items immer? Alright. Hey, du strahlst hier über beide Ohren, Razor. Was ist denn los? Ich spiele gerade Let's Go, Junge. Natürlich strahle ich über beide Ohren. Du hast deinen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch was sagen. Sein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in ein Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon nach Kämpfen immer gut im Auge, ja? Alright. Da, 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 da. Das Game bisher ist richtig nice. Also, mir persönlich macht es sehr, 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 sehr Bock. Okay, wie sieht es jetzt aus? Okay, auch. Sehr, 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 sehr sick. Feier ich. Ich glaube, man kann nur einen Trainer campen. Nee, man levelt auch, wenn man Pokémon fängt. Da kriegst du auch, ich habe 60 Pokédollar und 3 Bälle erhalten. Das ist ja einfach revolutionär. Warte, wie komme ich? Ah, lol. Ach, das hier ist auch der A-Knopf, das hier hinten. Ja, das ist ganz entspannt und macht es sich bequem. Und jetzt ist er wieder richtig am Abgehen. Jawohl, volles Karacho. Richtig sick. Mich triggert das nur ein bisschen, dass die anderen Leute immer noch in dem Grid laufen. Das sieht ein bisschen retard aus, das stimmt, ja. Boss ist gleich bei mir. Wenn die meine Bescherung nicht haben, muss ich Pikachu runterladen. Oh, mies. Was willst du, das Evoli entwickeln? Man kann das Starter-Evoli, glaube ich, gar nicht entwickeln. Deswegen. Oh, Knuffenser hat was gefunden. Ach nee, das schuppert nur an Blumen. Okay. Nevermind, richtig bambuselt, also richtig jebaitet. Okay. Ist das hier ist doch der Typ? Nee. Doch, das ist doch der, der einem zeigt, wie man die Pokémon fängt, ne? Dann können ihn genug Pokebälle haben. Kauft ihr im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ja, okay, wir haben noch eine Menge Pokebälle. Deswegen sind wir da, glaube ich, erstmal safe. Gibt es immer noch ein verstecktes Item hinter dem Zerschneiderbaum? Warum ist die Frage? Ja, der schaut sich aufmerksam um. Nee, es war... Ah, okay, okay, okay. Es war am Zerschneiderbaum, okay. Aber den gibt's noch. Das heißt, ne, unsere Pokémon-Kenntnisse... Lass uns nicht im Stich an. Jolla hat richtig Bock. Das ist so lustig. Feier ich. Okay, Route 22. Was haben wir hier für Pokémon? Also hier sind wir auf dem Weg zur Pokémon-Liga.
Ja, da oben haben wir noch Wasser. Früher kam mir das irgendwie kleiner vor. Oh, hier ist ein Item. War es schon immer da? 5 Pokebälle. Ja, da liegen einfach mal 5 Pokebälle rum, ne? Wer kennt's nicht. Aber irgendwie kommt mir das alles so viel größer vor. So dieser ganze Space, den man hier hat, sieht so viel größer aus, meiner Meinung nach. Okay, kämpfen hier gegen die Rivalen. Oh, was haben wir hier? Okay, ein Radfratz. Gibt's hier einen Rivalenkampf hier noch? Ich meine, wir gewinnen easy. Wir gehen da jetzt einfach hin. Hey, Razor. Wolltest du auch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Da drin kann man gegen die stärksten aller Trainer kämpfen. Gegen die Top 4. Ich hätte die Top 4 zu gerne mal in Aktion gesehen. Aber das Personal der Pokémon-Liga lässt nur Trainer mit allen Arena-Orden durch. Wir helfen eins. Wir müssen unser Bestes geben und immer stärker werden. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Los, Razor, lass uns kämpfen und stärker werden. Nice. Alright. Dann wollen wir mal. Ja, können wir später machen. Wir können später. Ja, dann tauschen wir dann Kadabra gegen Kadabra am besten. Alright, dann wollen wir den mal wegbuddern. Taubsi Level 3, lol. Der war noch viel stärker in den Dings. Das ist echt übelste Nostalgie. Also insane. Er macht einfach gar keinen Damage. Easy, easy. Was spielen heute um durchspielen? Ich werde es versuchen. Könnt ihr draußen reden oder so, wenn ihr reden wollt? Alles klar. Alright. Ich würde das Spiel heute schon noch gerne durchspielen. Aber mal schauen, ob ich heute durchkomme. Okay, hi. Katsch nur auf Level 7. Der war viel stärker, oder? In Pokémon Rot und Blau. Ich weiß nicht, ob er in Gelb auch stärker war. Aber früher waren die auf jeden Fall stärker. Kann man gleichzeitig rauslassen. Also noch Radfratz und Topsy. So eine Armee ist sick. Nee, das geht leider nicht. Aber es wäre echt sick. Okay, dadurch. Ach, der setzt auch die ganze Druck zu ein, ne? Ja, okay. Aber gar keine Challenge. Das ist sick. Und Yordle erreicht Level 5. Wir sollen auch gleich mal mit Yordle kämpfen. Oder mit den anderen Pokémon allgemein. Ich bin gerade so... Geheime Idee, ich verstehe. Alright. So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es garantiert beide bis zur Pokémon-Liga. Nice. Heute noch? Unwahrscheinlich. Habe zwar nicht gerast, bin aber nach 16 Stunden vor Koga... Yo. Oh, ich kann schütteln und dann... Ach, Evoli will wieder was von mir. Ja, es ist nach dem Wiedersehen mit dem Pokémon von Scarlet gut gelaunt. Okay, wollte der mir nur mitteilen. Oh, jo, hier ist Nidoran männlich. Wird sich gegönnt. Und... Okay. Zack. War ein zicker Wurf, kann man nichts gegen sagen. Großartig, easy. Aber Tanja, weil laggt im mobilen Modus schon ordentlich, echt? Kann ich jetzt leider nicht testen, aber echt? Okay. Nidoran wurde sich direkt gegönnt. Ordentlich Erfahrungspunkte. Nidoran männlich sowieso. Sickes Pokémon. Ich meine, einfach schon früh in einem Nidoking sein, okay. Ist einfach. Ja, fast getroffen. Aber auch nur fast. Alright, wir benennen Nidoran. Ich mache mal eben Tee. Alles klar. Wir benennen Nidoran nach Mira. Mira, du darfst mein Nidoking später sein. Das ist schon sick. Mira. Zack. Was kann es denn? Ups. Locker. Initiative runter, Verteidigung hoch. Ist okay. Nicht optimal, aber ist okay. Ja. Kann man, glaube ich, nichts gegen... sagen. Kann man, glaube ich, nicht meckern. So, da... Ach, ein Habitak ist hier. Ja, das wird sich auch noch direkt gegönnt. Wir wollen hier den Pokédex voll bekommen. Das ist unsere Mission. Und zack. Schon wieder großartig. Ich bin einfach so gut. Bin der Beste, Mann. Wird Zeit, dass Pokémon auch endlich in der echten Welt, ne? Ja. Genau. Wir wissen alle, was wir wollen. Ganz genau. Einfach für alle ein Level Up gegönnt. Das ist sick. Wo bist du jetzt? In Bethania City. Links da Richtung Pokémon Liga habe ich gegen die Rivalen gerade gekämpft. Und Finstertal lernen Windstoß. Nice. Ich glaube, es gibt. Man kann den EP-Teil auch gar nicht ausstellen. Nicht? Nee. Muss man leveln? Immer. Okay. Aber ich meine, da gibt's keine EVs? Oder gibt's da EVs? Doch, gibt's. Was gab's da nicht? Abilities, ne? Genau. Ernst. Okay, hat neutrales Wesen, ist in Ordnung.
Dann benennen wir Habitag nach. Alles klar, bis später. Improbus will unbedingt Habitag sein. Ich bin ein Lappen. Darf ich es bitte sein? Alles klar, Improbus. Dann darfst du mein Habitag sein. So, oder heißt es Improbus? Oder Improbus? Wie auch immer, du darfst mein Habitag sein. Alright, damit haben wir sogar schon ein volles Team. Warum ist... Achso, ja, okay, ich habe mich gerade gefragt, wieso bei Knofenser ein Stern ist, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das gerade mit draußen ist, ne? Dass unser Partner-Pokémon ist. Ich glaube, es liegt daran. Kommunikation, was ist das denn? Geheimgeschenk mit Freunden spielen. Okay, das machen wir später erst. Kommt aber auch noch alles. Was haben wir hier noch so? Supermarkt waren wir schon. Ich würde gerne noch in das Haus hier gehen. Das sieht irgendwie so verdächtig aus. Ah, das ist eine Trainerschule, okay. Sick. Also dann, liebe Klasse, wo können wir nochmal nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel und in den Büchern. Und vergesst auch nicht, die Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Ich glaube, man bekommt hier aber nichts Krasses, oder? Okay, hier gibt's nichts. Gibt's auch nichts. Okay, da lernt man nur dieses Grundwissen. Alright. Hier kriegt man normalerweise gesagt, wie man Pokémon fängt, aber hier... Oh, ich wollte gar nicht mit Knofenser reden. Aber okay. Scheinbar ist er happy. Ja, alles scheint zur Ruhe zu kommen. Schön mit dem Miraplan spielen. Okay. Alles nur grundlegende Dinge, die man hier erfährt. Leute, die Arena ist offen. Ist das der Typ, der einem... diese Pokémon-Arena ist dauernd geschlossen. Wer hier wohl die Arena-Leiter ist. Okay. Steht aber diesmal niemand davor. Okay. Spitznamen auszudenken, bla bla bla. Ja, überall nur Grundsachen. Ich wollte gar nicht mit dem Habitat reden. Okay. Alright. Ich hasse die Trainerschulen. Wenn's dort, also vor allem, wenn es dort nichts gibt. Ich meine, Pokémon Gold und Silber, glaube ich, gibt es ja an den Trainerschulen auch nichts. Dann sind die schon garbage. Und Route 2. Wir machen richtig Progress. Was haben wir hier? Knofenser. Noch irgendwas? Spawnt hier noch irgendwas? Ich glaube, hier gibt es Nidoran weiblich, oder? Noch ein Knofenser. Richtig Knofenser-Armee. Die ganzen Friends hier unterwegs. Oh, das war ein Taubsi, ne? Ist es auch hier gespawnt? Ja, da vorne. Und noch ein Taubsi. Vor allem die spawnen, die laufen ja auch aus dem Gras, also fliegen aus dem Gras raus und fliegen so über... Das ist einfach sick. Kann aber nichts gegen sagen. Einfach revolutionär. Ist das die Schwester von Dings oder sehen die alle gleich aus? Alter, das sieht hier schon so nice aus. Man sieht den Eingang... Ich bin gerade so nach rechts und links und wollte schauen. Aber okay. Man sieht den Eingang einfach schon und auch dieses Dunkle. Und seht ihr diesen Schimmer? Diesen leichten Schimmer dort drin? Von diesem Nebel? Sick. Ne, Part. Der Part ist jetzt tatsächlich zu Ende. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst, Grimmel. Gut, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Im nächsten Part, da ist ein Pikachu. Das holen wir uns gleich direkt. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich an den Britannia-Wald durchgehen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Wertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.